Der Bereich Elektroausstattung im Raumbuch ist einer der Bereiche, in dem es recht viel Inhalt gibt. Und was ganz wichtig ist, der Bereich Elektroausstattung innerhalb des Raumbuches beinhaltet nur die Ausführungen, die laut Baubeschreibung und laut Logik, und das muss ich ein bisschen erklären, wirklich am Raum dranhängen. Ich mache ein Beispiel. Die einen oder anderen haben von Ihnen in der Baubeschreibung zum Beispiel stehen, dass eine Terrasse mit einer Ausschaltung mit Brennstelle ausgeführt wird, als Beispiel. Jetzt ist es so, die einen haben eben stehen, das Haus erhält für, eventuell sogar mit der Formulierung bauseitige Terrassen, die und die und die Ausführung. Wenn diese Formulierung dasteht, das Haus erhält, dann ist es so, wenn eben das von Ihnen als eine Art Raumbuchelement angesehen wird, dann könnte die Konstellation auftreten. Wir wissen, die Planung des Raumbuches greift eben die Planung auf Räume, auf Raumnummern. Und wenn es so wäre, dass Sie sagen, okay, meine Terrasse erhält die Brennstelle und den Schalter als Ausstattung, würde es an der Stelle bedeuten, wenn wir uns hier diesen Plan, diesen Bauhausplan mal anschauen, hier ist eben außen kein Raum Terrasse geplant, dass eben dann diese Definition, das als ein Raumbuchelement in der Elektroausstattung zu sehen, falsch ist. Punkt. Weil, wenn keine Terrasse geplant, wird nichts berechnet. Wenn drei Terrassen geplant, wird es dreimal berechnet. Das heißt also, Sie dürfen im Bereich der Elektroausstattung sich zum einen an den Branchenmodellen orientieren, wo eben diese Sachen so auch eben bewusst nicht umgesetzt sind. Im Übrigen, im Unterschied sehr häufig zu Balkonen, wo es sehr klar am Raum hängt. Aber gerade Terrassen, das ist so etwas, was sehr häufig eben mit dabei ist beim Haus. Bei vielen hängt es eben auch am Wohnzimmer entsprechend mit dran. Das heißt also, dort dürfen Sie, wenn Sie sich mit dem Branchenmodell beschäftigen, im Abgleich mit Ihrer Baubeschreibung, sehr genau lesen. Lassen Sie es mich so formulieren. Was ebenfalls häufig im Raumbuch gesucht, teilweise auch vermisst wird, ist alles das, was Klingel-, Video-, Gegensprechanlagen und Ähnliches betrifft. Auch das sind Sachen, wo viele im ersten Moment vermuten würden, das ist ein Teil der Elektroausstattung des Raumbuches. Und in der Regel ist es eben so, dass in der Baubeschreibung steht, du erhältst für das Haus eine Klingelanlage, Gegensprechanlage, zusätzliche Wohneinheiten oder Einliegerwohnungen führen dann zu der und der und der und der Erweiterung. Und das sind eben Sachen, die dann optimalerweise, und das ist eben auch in den Branchenmodellen so, eben nicht übers Raumbuch abgebildet werden, weil würden Sie zum Beispiel die Klingel oder die Gegensprechanlage eben im Raumbuch an den Raumdiele hängen als Beispiel, würde es bedeuten, wenn Sie in einem Raum, warum auch immer, die Diele nicht planen, dann wäre die Klingelanlage nicht dabei. Wenn Sie in einem Raum, in einem Haus zwei oder drei Dielen hätten, hätten Sie es zwei oder dreimal. Sie merken, die Logik, die Steuerung des Raumbuches ist sehr einfach und es ist eben immer eine 1 zu n Beziehung. Wenn der Raum vorhanden ist, dann wird n mal irgendetwas kalkuliert, was gleichzeitig bedeutet, Sie dürfen dran denken, was wäre, wenn der Raum n mal da ist, beziehungsweise eben überhaupt nicht. Das heißt also, zusammengefasst, wir haben hier im Raumbuch nur, lassen Sie es mich einfach mal so formulieren, nur einen Teil der Elektroausstattung für das Gewerk Elektro, welcher über das Raumbuch gerechnet wird. Das heißt also wirklich, Anführungszeichen, wenn wir uns das anschauen, eben die klassischen Raumbuchelemente, Ausschaltung mit Brennstelle, Tasterschaltung, Wandleuchten mit Anschlussdosen, Steckdosen, Kontrollausschaltung für Außenbeleuchtung. Da waren wir bei Terrassen und Balkonen kurz vorbeigekommen. Trockner, Herdanschluss, Anschluss für die Dunstabzugshaube, Spülmaschine, Kühlschrank, Antennenanschluss, Telefon, Rauchmelder, Kraftstrom, Netzfreischaltung, Ovalleuchte. Ja, auch das gibt es noch. Saunaanschluss und dann sehen wir zusätzliche Steckdosen, Unterputz, Freiraum, Kombination. Das heißt also, wir sehen, dass durch diese zusätzlichen Steckdosen, Unterputz und Aufputz
ebenfalls mit der Variante, dass wir für Keller die Elektro-Variante nochmal dupliziert haben. Das ist eben hier eine separate Behandlung, eine separate Denkweise für Elektroausstattung eben im Kellerbereich gibt. Wenn wir auf die berechneten Positionen uns das Ganze anschauen, das heißt mögliche Positionen, ist zum einen hier der Zugriff auf unsere Gewerkesteuerung, dann entsprechend auf die Gruppenebene. Ich kann dann hier mit Mehrfachmarkierung einfach die gewünschten Positionen markieren. Mit Wählen würde ich diese dann in dieses Register berechnete Positionen übernehmen oder in eine einzelne Position einfach mit Doppelklick. Dann habe ich die ganze Positionsauswahl hier stehen. Wenn ich hier wieder einen Doppelklick mache, schiebe ich sie wieder zu möglichen Positionen. Also einfach diese Listenstruktur, die Sie aus vielen Stellen in der Kalkulation kennen. Unten haben wir den Faktor. Das heißt also, das Raumbuchelement Kellerwaschmaschinenanschluss führt dazu, dass die Positionen hier 690.007.013 Kellerwaschmaschinen Kühlschrank, Trocknerausschluss mit der Menge 1 versehen wird. Das heißt also, das, was hier hinter diesen Raumbuchelementen auch im Bereich Elektro hängt, ist eben eine klassische Stücklistenstruktur. So, diese Geschichten, wie gesagt, getrennt vom Waschmaschinenanschluss, Anführungszeichen, der eventuell im Haus oder vom Spülmaschinenanschluss, der im Haus berechnet wird und so weiter und so fort. Alle diese Geschichten eben auch deswegen, damit hier verschiedene Preise, vielleicht auch nochmal Stücklisten auf der Positionsebene hinterlegt sein können. Außensteckdose von innen schaltbar, Netzwerkdose, zusätzliche Brennstellen ohne Schalter, zusätzliche Tasterschaltung ohne Brennstelle. Alle die Varianten sind hier entsprechend hinterlegt. Und wir haben hier ebenfalls rechts im Register allgemein hinterlegt nochmal eine Steuerung von Leerdosen. Diese Leerdosensteuerung gibt es auch bei den Pauschalpositionen, werden in den Branchenmodellen nicht verwendet. Wäre etwas, wenn jemand halt mit Fertigteilelementen arbeiten würde, zum Beispiel Liaporwandelemente oder ähnliches, könnten halt hier am Element klassifiziert werden, wo müssten entsprechend noch Leerdosen für eben die Elemente, egal jetzt ob in Decke oder in Wand eingebracht, kalkuliert werden. Und entsprechend dann über E98 in den RM-Codes kann das Ganze berechnet werden. Unten die Steuerung für die Ausgabe für VI-Report und für Anzeigefilter. Achtung, Sie sehen, es gibt hier ebenfalls eine Symbolnummernzuordnung. Wir verwenden die nicht in den Branchenmodellen. Das heißt also, es könnten eben auch im Bereich Elektro so vorgegangen werden, dass geplante Symbole, das heißt also, wenn wir uns in der Planung das Ganze anschauen, haben wir eben nicht nur die Bemusterungsdetails, die dort eben mit 3D-Elementen verbunden sind, sondern wir haben eben auch einen kompletten Elektro-Katalog hinterlegt. Das heißt also, es könnten sowohl die Geräte als auch die Schalter etc. geplant werden und aus der Planung entsprechend dann in die Kalkulation übernommen werden. In dem Falle, wenn das Ganze halt in der Systemkonfiguration angeschaltet ist, würde es so sein, dass der BLB-Vergleich eben so läuft, dass der Standard gegen die geplante Variante verglichen wird, was also bedeuten würde, Sie würden jedem dieser Raumbuchelemente hier N-Symbolnummern zuweisen. Wen das interessiert, es gibt dort in der Videoserie, was ist neu in der Version 20, dazu nochmal ein entsprechendes Video, was in dem Falle auf Sanitär gemünzt ist und die Steuerung, ich übernehme etwas über die geplanten Symbolnummern in die Kalkulation ins Raumbuch, ist halt in den einzelnen Bereichen Elektrosanitär etc. gleich. Wir machen es, wie gesagt, hier nicht, um abzusichern, dass das Raumbuch eben das Element ist, was im Standard verwendet wird und nicht das, was geplant ist.